Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem sehr wichtigen Video. Und zwar im heutigen Video geht es um das Thema Gründe, warum dein Dropshipping-Business oder dein E-Commerce-Business noch nicht explodiert ist. Und es ist wirklich ein bisschen ein roter Faden, was ich beobachte, weil schlussendlich bei den meisten fehlt gar nicht so viel, aber diese Kleinigkeiten, die nie implementiert werden, obwohl man sogar offen immer anspricht, wenn man das nicht macht, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und deswegen möchte ich heute die Gründe aufzählen, dass du unbedingt beachten musst, dass du bitte auch aufschreibst und dir wirklich merkst und in Zukunft wirklich so auch rausgehst mit diesem Wissen, das ich dir heute hier gebe, was ich merke, weil ich merke ja natürlich, ich habe sehr viele Leute um mich herum, Community, die eben Dropship-Business starten. Manche gehen durch die Decke sofort, manche eben strugglen ein bisschen. Und ja, weil schlussendlich gehen wir mal von vorne weg. Wenn du, egal woher du deine Informationen beziehst, egal ob von mir, von anderen Menschen, in der Regel solltest du in der Lage sein, Sales zu generieren. Außer du machst irgendwas komplett falsch oder hast irgendwo komplett falsche Informationen. Allein auf meinem YouTube-Kanal, wenn du alles ansiehst, solltest du normalerweise in der Regel wirklich schon so weit sein, dass du Sales generieren kannst, dass du deine ersten Sales generierst. So, und jetzt ist aber die Thematik, das ist auch schon mal der erste Erfolg, hey, das ganze System funktioniert ja. Das kriegt man dann halt eben mit. Und dann geht es aber darum, im zweiten Schritt profitabel zu werden. Weil Sales und Umsatz generieren und wirklich davon leben können, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann, auf das möchte ich heute mal eingehen. Also Grund Nummer 1. Marge. Okay, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass ich sehe noch immer Menschen, Leute rausgehen mit Produkten oder die Produkte verkaufen für 10 Dollar, 12 Dollar, 13 Dollar. Da weiß ich ja von vorhin weg, okay, da ist die viel Profit-Marge, das heißt, du musst relativ gute Facebook-Ads haben, um da überhaupt ein bisschen Profit zu machen. Und das ist der Grund Nummer 1, beziehungsweise das Erste, was du umstellen solltest, dass du bessere oder höhere Margen hast und im Optimalfall, sage ich mal, 15 bis 20 plus Dollar, Euro, je nachdem, wo du verkaufst, ist jetzt irrelevant. Da hast du nämlich Puffer, das Ganze wirklich, wirklich profitabel zu gestalten. So, natürlich gibt es auch immer diese Thematik, ja, du hast ein cooles Produkt, das verkauft sich ja und das kostet, du kannst nicht teurer werden, natürlich. Dann musst du eben mit BOGO und Backend, wir reden gleich darüber, nämlich, weil das ist nämlich der nächste Grund, musst du das Ganze profitabel bringen. So, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt hast mit 15, 20 Dollar Marge, tust du ja natürlich viel leichter. Bei Facebook Ads, ihr könnt euch mal einrechnen, Cost per Purchase, dass der sich bewegt zwischen 6 und teilweise 20 Euro oder Dollar. So, mit diesem Wissen kannst du dir rausgehen und Produkte verkaufen, wo du vielleicht 5 Euro Marge hast. Du kannst das schon, aber dann gibt es noch die zweite Thematik, was auch nie einer macht, was ich auch schon so oft angesprochen habe. Deswegen Punkt Nummer 2 wäre, Händler drücken. In 9 von 10 Fällen bezahle ich nicht den Preis, der was auf AliExpress steht. Und das ist relativ easy, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt hast für 20 Dollar auf AliExpress, wir hatten den Fall jetzt letztens, wir haben den angeschrieben und wir bekommen das gleiche Produkt für 11 Dollar inklusive schnellen Versand, anstatt 20 Dollar plus, glaube ich, 3 Dollar E-Packet. Das ist eine einzige Nachricht, die du bei AliExpress, wenn du auf AliExpress rumsurfst, was du machen sollst, du sortierst das Ganze nach Orders, schreibst die ersten 5 Supplier an und sagst, hey, was können wir beim Preis machen? Einer wird sich melden, in der Regel, außer das sind alles Blüten, aber das heißt, da, weil jetzt in dem Beispiel statt 20 Dollar, 9, oder 22 Dollar, 9 Dollar,
ihr habt da schon wieder sehr viel mehr Profit, mit dem ihr arbeiten könnt. Und macht auch niemand. Das heißt, egal mit wem ihr zusammenarbeitet, ob ihr jetzt AliExpress, vielleicht Selbsthändler, CJ, Vio, egal, überall, das ist ein Fundament, dass du fragst, hey, können wir das machen, können wir das machen, können wir das machen. Das heißt, das ist ja dein Business und du willst das Beste rausholen und besten Profit machen, besten Service haben, beste Produkte, beste Lieferzeiten, und da musst du mit denen reden. Die sind relativ, also die, was zurückschreiben, wirklich, das ist nicht mal schwer, die zu drücken. Du brauchst auch keine Angst haben. Schau, dass du sie anschreibst, schau, dass du sie relativ schnell auf Skype, WhatsApp, wo auch immer, weil das mit E-Mails, das dauert ewig, wir haben keine Zeit, wir wollen Geld machen. Deswegen schau, dass du die da hinkriegst und sag, hey, was ist der letzte Preis? Dann gibt es auch nur so Tricks, hey, ich habe von einem anderen Supplier, zum Beispiel kannst du Vorrat hast, ich habe das Angebot bekommen, aber du gefällst mir besser, können wir da hinkommen? Und so weiter, das ist alles Geschichte und du kannst hier viel mehr Profit dann alleine mit dem machen, dass du den Händler einfach drückst. Und Punkt Nummer 3 ist Backend und Upsells. Sehe ich zu wenig, viel zu wenig sehe ich das. Wirklich, viel, viel zu wenig von den Leuten. Und weil das Hauptproblem ist nämlich, jeder sucht dieses Produkt, diese Kampagne auf Facebook, die ihm von vorhinein ein Return on Ad Spend von 3, 4, 5, 6 gibt, wo alles, wo du nichts machen musst, außer, und versteht mich falsch, diese Produkte gibt's. Aber wie oft, für diejenigen, die länger dabei sind, wie oft hattet ihr schon ein Produkt dabei, wo ihr vielleicht Break-Even seid, ihr macht Sales, macht aber kein Profit. Das heißt, ihr sagt automatisch, okay, das ist kein Winning Product. Gut, wenn wir solche Produkte haben, wir machen das zu einem Winning Product. Und das funktioniert auch. Weil wenn wir mal eine Basis haben, wenn wir wissen, hey, das verkauft sich, nur unser Cost per Purchase ist hoch, was müssen wir tun? Punkt Nummer 1, schauen, dass wir bessere Preise kriegen. Allein da ist schon wieder genug Profit drin, dass du zum Beispiel bei den Ads schon profitabel werden kannst. Punkt Nummer 2, das ist auch so ein Thema. Viele, die es richtig machen, die verlieren Geld im Frontend. Die können mehr Geld ausgeben im Frontend, die verlieren sogar, aber da sie Backend haben und Upsells, als Beispiel, du hast eine Kampagne, du hast ein Produkt mit 15 Profit, okay? Du machst Sales, das läuft alles hin und das läuft alles und dein Cost per Purchase ist aber auch 15. Das heißt, du machst sogar ein bisschen Minus, weil mit den ganzen Gebühren, du bist leicht, also Break-Even Minus, sagen wir mal. So, jetzt kannst du hergehen und sagen, hey, ich muss schauen, dass ich im Backend und Upsell einen Profit mache. Weil, mal angenommen, du baust dein Backend mit Zipify auf, was wir machen. Zipify Upsells. Das heißt, und die Formel ist so easy, das ist wirklich in 20 Minuten erledigt. Und das heißt, du beim ersten Kauf verlierst du Geld, aber wenn er ein zweites Produkt kauft, hast du auf einmal 15, also wenn er zwei kauft, hast du auf einmal 15 Profit. Obwohl du Frontend Geld verlierst oder sogar gerade Break-Even bist, kannst du trotzdem profitabel werden. Und was wir mit Zipify zum Beispiel machen, wir verkaufen denen das gleiche Produkt. Wir machen zwei Upsells, ein Downsell. So, und hier kommt auch der Catch. Wir duplizieren das Produkt und geben hier zum Beispiel dann 15% beim ersten, dann 25% beim zweiten und beim Downsell geben wir sogar 35%. So, wir duplizieren das gleiche Produkt dreimal und das ist eine herkömmliche Strategie, dass du im Einzelhandel auch siehst, wenn du glaubst, du sparst die 20%, das ist nicht so. Und wir duplizieren das Produkt und machen es genau um diese Preise teurer. Das heißt, beziehungsweise geringfügig, so dass ihr nicht so viel Marge verliert hier von eurem 15 Profit. Das heißt, sie sparen sich ein bisschen, aber nicht die tatsächlichen 15%, 25%, 35%. Und wie gesagt, wenn die Leute sagen, das ist ja Schiebung, das ist gang und gäbe, es ist leider so und ja. Und alleine das, wenn ihr das implementiert, weil in 9 von 10 Fällen kannst du das, wollen die Menschen, die haben eh schon eine Entscheidung getroffen, sie wollen dieses eine Produkt, dann 2, 3 mehr mit super Deals, warum nicht? Freunde, Kollegen, vielleicht ist das ein Produkt, was irgendwann ausgeht, was auch immer. Und dann kannst du zum Beispiel eine Kampagne, die vielleicht grad und grad so rumläppert,
kannst du diese profitabel machen. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele von euch solche Adsets schon lange ausgeschaltet haben, solche Kampagnen ausgeschaltet, weil ihr auf der Suche seid nach diesem einen, was euch ohne den ganzen Zeugs hier einfach von Anfang an schon so ein hohes Return on Ad Spend gibt, wo ihr viel Geld macht. Und nochmals, das gibt's. Aber ihr solltet auch diese Sachen verwerten, das ist alles Geld. Weil wenn ihr schon Sales generiert, dann schaut auch, dass ihr das Ganze profitabel gestaltet. Mit einem Backend, mit Upsells, geht das. Und das ist wirklich nicht schwierig zu implementieren. Das heißt, zusammengefasst, das sind die Gründe, was ich so sehe, was dich wirklich daran hindert, vielleicht, wenn du schon länger dabei bist, dein Dropshipping-Business zum Explodieren zu bringen. Das heißt, es ist nicht so, macht mal irgendwo einen Shop, paar Produkte, testet das, okay, ich mache zwar ein paar Sales, nicht profitabel, that's it. Dann musst du das eben adaptieren, dass es funktioniert. Und davon ist Punkt Nummer 1, schaut, dass ihr Produkte mit guter Marge verkauft. Punkt Nummer 2, drückt euren Händler, versucht es immer, egal was ihr macht, immer solltet ihr das versuchen. Punkt Nummer 3, baut ein Backend auf, wenn ihr seht, ihr habt eine Kampagne, wo es dahin läppert, ihr braucht ein Backend, dass ihr profitabel dann werdet. Okay, und das sind so meine drei Gründe, was ich so in den letzten Monaten und Jahren verfolge, was einfach fehlt. Und ich hoffe, ich konnte euch hier einen Input geben, eine Hilfestellung auch. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr das umsetzt, wirklich. Und mir eure Erfahrungen teilt. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Aber es ist relativ simpel. Es ist nur ein bisschen mehr Arbeit, natürlich. Aber wenn du Geld verdienen willst, es gehört einfach dazu, ein bisschen was zu machen. Und ja, ich würde mich sehr über ein Like freuen, über ein Abo. Und solltest du mit uns zusammenarbeiten wollen und enger kooperieren, gerne. Erster Link ist die Ecom University. Unser Coaching ist noch offen. Kannst dich gerne bewerben, lass uns quatschen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Ricardo. Ciao, ciao.